Sucht ihr uns, Freunde? Es ist Zeit, dass wir... Leute, wir müssen uns beeilen, bevor es zu spät ist. Was ist das? Das ist dein Kontakt. Wir haben keine andere Option. Der Test, wo ihr hin wollt, ihr kleine Bastarde. Wir müssen weg. Keine Zeit zu verlieren. Was ist das denn, Jungs? Wartet mal, Würfel, was hat das zu bedeuten, Leute? Ich hab keine Ahnung. Oh, da sind noch andere Kreaturen hier. Ach, bist du ein Pferd? Oh mein Gott, du bist so süß. Ja, aber wo sind wir? Tiere, die aussehen wie Hasen und Kühe. Wartet, und dann Schafe und Hühner. Ich weiß, wo wir sind. Dieser Ort nennt sich Minecraft. Minecraft, ein tolles Spiel. Ich will überhaupt keine Spiele spielen. Ich will heim. Dieser Ort ist Mist und das weißt du. Catnip, geh da weg. Und zwar jetzt. Was? Wovon redest du da? Nein, das Portal. Das Ding hat es zerstört. Wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Als erstes brauchen wir Holz, um eine Holzspitzhacke zu bauen. Dann die steinerne. Und zum Schluss noch die eiserne. Damit bekommen wir dann Diamanten, um eine Diamantspitzhacke zu bauen. Um Obsidian abzubauen, um ein neues Portal zu kreieren, damit wir nach Hause kommen. Ich sammle Holz. Das ist ein Klacks für mich. Alles klar. Ich hab das Holz. Oh nein, pass auf. Mein Schweinchen. Und das war alles meine Schuld. Das hat es nicht verdient. Alles klar, Essen. Ich war so hungrig. Was für ein Glück, dass ich diesen leckeren Schweinebraten gefunden habe. Ich habe eine lange Zeit nicht gespielt, aber ich glaube, ich erinnere mich genau, wie ich eine Spitzhacke von Grund auf herstelle. Ich hab's geschafft. Erster Schritt, um wieder nach Hause zu kommen. Holzspitzhacke. Was? Nein, was ist das? Danke für das Holz. Und was hast du gesagt? Gib mir meine Spitzhacke wieder. Nein, das ist gar nicht so schlimm. Dante! Irgendjemand, Hilfe! Wo willst du denn hin? Komm her. Hört auf! Dante! Was? Catnip, komm hierher schnell! Ich komme! Perfektes das Timing! Ist ein, das ist dein Ende! Sag das zu meinen dreckigen Waffen! Nein, das ist Cheater! Sei vorsichtig! Wir kriegen dich noch früher! Ich glaube, wir sind erstmal sicher! Gut! Das nehme ich mal mit. Pass auf! Das läuft gerade nicht so gut für uns! Ja, Tarnst! Steh still! Still jetzt! Was hat geklappt? Denkt ihr wirklich, dass uns davon kommt? Das ist das Ende! Warum? Ein tolles Gefäß, Schmetterling! Warte mal! Da hält uns jemand von da hinten, oder? Hobby Hopscotch zu euren Diensten! Hört auf damit! Nein, wir kommen wieder! So klar! Jetzt können wir wieder runter! Danke! Ich habe eine Eisenspitzhacke! Wir können so viel Diamanten sammeln, wie wir wollen! Wir müssen uns beeilen, bevor es dunkel wird! Was ist jetzt los? Unglaublich! Nein! Das ist doch ein Scherz! Das ist euer Ende, lebende Kreaturen! Sie kommen! Wir beschützen euch, Leute! Das ist weit genug! Autsch! Was war das? Die Nacht ist voller Dunkelheit und Terror! Geh in Deckung, Luffy! Bitte, pass doch auf! Euer Ende! Wie kommt das nicht vom euch? Das glaub ich nicht! Okay, los geht's! Ich hab keine Angst vor euch im Sektor-Team! Ich warte auf den richtigen Moment, dann schlage ich zu! Geht weg, Skelette! Mein Kopf! Jetzt bist du ein leichtes Tier! Du solltest mich nicht unterschätzen, Rippchen! Ja! Ich lasse euch verschwinden! Nein! Bitte nicht! Nein! Du wirst ihr nichts tun! Mein schlimmster Albtraum! Was? Einen Diamanten. Nimm ihn. Alles klar. Viel Glück, meine Freunde. Bringen wir das zu Ende, was wir angefangen haben. Komm schon, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich habe was gehört, aber von wo? Das ist unsere Chance. Siehst du das, Catnip? Kurios. Was ist da bloß drin? Atemberaubend. Wow. Schau mal. Da sind eine Menge Tränke und Rezepte. Ist das ein Labor des bösen Doktors oder sowas? Ich glaube schon. Was haben wir denn hier? Eine große Kiste. Ich kann es kaum erwarten, was drin ist. Lass mal gucken. Getränke für so einige cool. Tage. Was? Aber warum ist die Tür offen? Sie kommen zurück. Oh nein. Verteidigt, was uns gehört. Holt sie euch. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Zu spät, um wegzulaufen. Was? Ich meine... Wir hatten Glück, dass wir die Tränke gerade gefunden haben. Zurück zur Normalität. Das war lustig. Komm, sie sind weg. Ja. Was war das? Hey, wo wollt ihr denn hin? Nirgendwo. Auf dem Planeten. Warum bist du so unhöflich? Oh,
Er war echt sauer. Und bist du okay, Buddy? Ja, ich glaube schon. Was haben wir gesucht, Catnap? Diamanten! Ich gehe! Hol ein paar davon! Das haben wir den ganzen Tag gesucht und nun sind wir nur ein paar Schritte davon entfernt. Von nun an können wir bald wieder nach Hause! Mit der Spitzhacke können wir endlich Obsidian farmen. Warum fangen wir nicht da unten mit der nicht verdächtigen Höhle an? Klingt gut. Auf geht's! Ich zuerst! Na klar! Es ist so dunkel hier. Ha, ich hab's! Ich mach eine Fackel an! Was? Hab ich so gerade was gehört? Sei leise, Katze! Er kann uns nicht sehen! Alles wird gut, Mann! Denk positiv und tu es! Okay. Hey, keiner verarscht mich! Na, dann schau mal um! Katzenhaftigkeit, ein Totenkopf! Ich bin blind, nicht doof! Nein, lauf weg! Ich habe euch, ich vernichte euch ein wenig! Sei vorsichtig! Ich denke, es ist vorbei! Bastard! Sei leise! Schau mal da! Wir haben es gefunden, Obsidian! Ich habe eine Idee. Du holst das Obsidian und ich lenke ihn ab. Wollt ihr etwa Steine aus meiner Höhle klauen? Nicht heute. Du verfluchtes Monster, kämpfe mit jemand in deiner Größe. Erscheine! Hi. Yeah, zerstöre ihn. Wie du befiehlst, Sir. Kämpfe mit mir. Na komm. Frisch das. So langsam. Golem! Ich glaube, ich bin zum Scheitern verurteilt. Ich kann dich von Weitem riechen. Denkst du, du kommst mir so leicht davon? Nein, bitte. Sprich dein letztes Gebet, Eindringling. Was war das? Obsidian-Zeit. Keiner stiehlt aus meiner Höhle. Catnap, hör auf damit. Das ist der letzte. Yeah. Wow. Was waren deine letzten Worte, du? Was? Mir ist schwindelig. Hey, Warden, komm und hol mich, Dude. Was? Wie kannst du es wagen, mich so zu verarschen? Das verzeiht dir nicht. Mal sehen, wie du mit meiner uneinnehmbaren Festung zurechtkommst. Das habe ich von Kinga gelernt. Versuch's doch. Soll das sein, uneinnehmbare Festung? Beeil dich. Ich gebe mein Bestes. Und mach schneller, bitte. Hast du Angst zu sterben, oder was? Ich hab's gleich. Dann haben wir so viel Obsidian, wie wir brauchen. Das ist dein Ende. Hilfe! Ich komme, okay? Bring mich gleich um! Und tschüss! Es ist zu spät! Genieße deinen letzten Atemzug, Kätzchen! Töte mich nicht, bitte! Stimmt! Lass mein Freund los! Meine Augen! Das war mein Zeichen! Du bist mein Held! Danke, wir später! Okay, schau, was nun? Da sind Schweine zum Reiten! Lass uns keine Zeit verlieren! Ich bin soweit! Ich auch! Na los, bevor es zu spät ist! Los geht's! Zurück! Das ist schlecht. Wir sind umzingelt. Diesmal kommt ihr nicht davon. Pass auf! Hier lang rennen! Hinterher! Ich werde kein Mitleid mit den Eindringlingen haben. Oh nein! Was ist denn jetzt? Oh nein! Ich habe keine Waffe mehr! Wir sind zum Scheitern verurteilt! Wir sind so groß! Ich bring was dagegen! Du gehst! Geh rum! Okay. Wir lassen euch doch nicht im Stich. Schwein? Warte, das ist vorbei. Das ist vorbei. Ich werde ein lächelnder Kuscheltier. Was soll denn jetzt? Bau das Portal. Ja, du hast recht. Ich habe zwar noch keins gebaut, aber ich erinnere mich ungefähr an die Form von dem, was uns hier gebracht hat. Eure Zeit ist hier zu Ende. Wir machen euch fertig. Halt dich bitte. Keiner kann euch mehr vor uns retten. Was macht ihr da? Und der letzte. Na bitte. Nun, wenn ich mich richtig erinnere, war das der letzte Schritt. Komm schon, funktioniere. Sprecht eure Gebete, ihr Narren. Ich will nicht sterben. Warum, du Kleines? Es ist vorbei. Kommt schon, Leute, das Portal funktioniert. Ich will nicht verlieren. Das ist nicht fair. Das Portal schließt sich. Wir haben es geschafft, wir sind zurück, Leute! Yeah. Yeah. Gut gemacht, alle zusammen! Was? Habt ihr mich vermisst? Bin ich sie schon losgeworden? Ich bin echt schnell! Umfliegen! Dachtest du wirklich, du könntest schneller sein als ich? Worüber redest du denn überhaupt? Es ist Essenszeit! Was? Aber ich bin gar nicht hungrig, danke! Du bist mein Futter! Oh nein! Warte, bitte iss mich nicht! Es ist zu spät, um vegan zu sein! Guten Appetit! Nicht ausgefraucht! Und? Was war denn? Kötner? Hör auf, so unschuldig zu tun! Du hast Poppy gefressen! Spuck sie wieder aus! Was? Das habe ich nicht geguckt! Keine Chance! Los jetzt! Doktor, zufrieden! Eine Minute länger da drinnen und ich wäre zum Reich geworden. Zum letzten Mal. Hör auf, meine Freunde zu ärgern, Schwester. Ach, lass mich in Ruhe. Es ist echt unmöglich, mit dir klarzukommen. Danke, dass du mich zu deiner Teeparty eingeladen hast, Buddy. Du bist immer herzlich eingeladen zu meinen Partys, Piggy. Perfekt. Möchtest du noch mehr Kekse? Oh ja, gerne. Das ist denn so witzig. Hey, ich hätte auch gern
Welche? Hobby, geht's dir gut? Du siehst komisch aus. Hobby würde ja auch nie ihre Freunde töten wollen. Es ist jetzt kein Schlimmschwert. Bitte tu uns nicht weh. Es wird schon nicht so wehtun. Es ist spannender, wenn die Beute wegrennt. Wir müssen irgendwie. Tut mir leid, aber dafür wird es wohl zu spät sein. Letzte Atem. Nein, bitte. Ich will nicht sterben. Gesundes Essen wird mich wieder retten. Stopp diesen Wahnsinn. Crafty-Korn, oh mein Gott, ist alles okay? Eine weniger. Das hat sie nicht verdient. Das ist einfach nicht fair. Was ist passiert? Deine falsche Schwester hat sie umgebracht. Das kann nicht sein. Warum würde sie sowas tun? Denn wissen? Du hast recht. Tut mir leid. Hey, weint ihr etwa über meinen Tod? Crafty, du lebst. Natürlich lebe ich. Ich hatte solche Angst um dich. Schön. Aber wir müssen sie schnellstens finden. Ich werde gewinnen. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Sie sind total abgelenkt. Wenn meine Berechnungen richtig waren, dann wird die Lösung für alles diese Bombe sein. Die wird sie in 1000 Stücke zerreißen. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein, sie wollen mich verführen. Hey, das ist unfair. Komm sofort zurück, du Blödmann. Wie gemein. Oh, ich will nicht gesprengt werden. Wenn es nicht mehr kann. Komm schon, fahr schneller. Ich wollte genug sein. Oh nein, das ist nicht schnell genug. Ich habe mich auf diesen Moment vorbereitet. Hört auf, euch zu wehren und lasst die Bombe ihr Ding machen. Euch auch, Papa. Das ist so nah. Beeilung. Sie sind gut ausnahmsweise, aber sie haben keine Chance gegen diese Flüssigkeit. Mal sehen, was schneller, passiert. Sie hat uns schneller, sie hat uns fast erreicht. Wir sind fast da. Oh, ich habe mich verdreht. Oh, Papa, warte. Oh, was ist das? Oh, Entschuldigt, Kinder. Aber diese Bombe sah einfach köstlich aus. Nicht schon wieder. Er ruiniert jeden Plan. Diese Katze macht mich krank. Aber dann hast du uns gerettet. Danke dir, Captain. Du bist unser Lebensretter. Ihr müsst vorsichtig sein. Versteckt euch irgendwo. Jawohl, das ist eine tolle Idee. Schnapp. Ich habe endlich einen Tag frei bekommen, nur um dich zu sehen, Baby. Oh, das tut weh. Bist du hungrig? Oh, die kann ich nicht. Ich koch dir was Leckeres. Was? Ist das dein du Ernst? Schon sehen, mein Hübsche. Bye. Sie bekocht mich. Sie ist perfekt. Das bringt mich auf eine Idee. Dieses Rezept dauert eine Weile und ist anstrengend, aber mein Doggy hat es redlich verdient. Warte, was passiert hier gerade? Oh, deine Freundin ist hier. Könntest du mir das nur antun? Das war's mit uns. Du steckst in Schwierigkeiten. Nein, Liebling, lass mich nicht allein. Sie ist eine Verliererin. Du brauchst sie doch gar nicht. Als ob du wüsstest, wie ich mich fühle. Wenn sie dich wirklich lieben würde, warum hat sie dich dann zurückgelassen? Alles, was du tust, ist verloren und falsch. Falsch? Ich zeig dir gleich falsch. Sag es ja nicht, mit dem Finger auf mich zu zeigen. Oder beim nächsten Mal schneide ich sie dir ab, eine nach dem anderen. Bitte zwing mich nicht dazu. Hast du verstanden, Doc? Laut und deutlich. Lass mich einfach gehen. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Bereit zu sterben? Nein. Was? Nein, warte. Komm mal wieder runter. Ich habe genau gesehen, was du meinen Freunden angetan hast. Es ist vorbei. Was? Aber ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht, Bruderherz. Ich habe genau gesehen, wie du Doc dir mit dem Messer umbringen wolltest. Oh, wirklich? Mein Fehler? Du kommst jetzt mit und entschuldigst dich bei allen. Niemand sagt mir, was ich tun soll, vergessen. Nimm das, du Idiot. Oh, warte doch mal. Warum machst du das alles überhaupt? Niemand mischt sich in meine Angelegenheiten ein, Catnip. Ich will sie alle fressen. Und wenn du dich weiter ummischst, dann... Das reicht jetzt. Was zum? Nimm deine Finger weg. Du wirst dir nicht mehr wehtun. Hörst du? Du machst mich krank, du Flusenteppich. Komm her. Dich mach ich fertig. Ich hoffe, du bist bereit zu sterben. Catnip, lauf. Halt die Klappe! Jetzt muss ich dem auch noch nachlaufen. Tschüss! Ich muss sie so schnell wie möglich loswerden. Wo steckst du, mein böses Kätzchen? Kann es noch schlimmer werden? Schlimmer werden? Nun, nicht, wenn du dich mir anschließt. Schwester, pass auf! Hinter dir! Ach, komm schon, wir wären so ein tolles... Oh, du hast die Wahrheit gesagt! Das ist doch jetzt egal! Schwester, nein! Wie kamen wir so schnell wir konnten? Alles okay bei dir, Kätzchen? Nein, bitte helf mir hier runter! Ja, super! Endlich ist es vorbei! Ja! Schwester, halte durch! Ich komme! Catnip, hast du etwa vergessen, was sie uns alle angetan hat? Irgendjemand! Bitte helft mir! Ich will noch nicht sterben! Tut mir leid, aber sie ist meine Schwester! Und ich werde sie nicht gehen lassen! Ach, komm schon, ich bin hungrig! Entschuldige dich! Es tut mir so leid! Oh, na gut, ist schon okay. Ist schon okay. Danke, dass ihr mir verzeiht. Da seid ihr was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet jetzt sicher sein von meinen Unglaublichen? Ich zeig euch jetzt meine Unglaublichen. Kekse für alle. Mein ganz eigenes Rezept. Danke. Ich mache ich fertig. Ja, sicher. Komm schon. Ist okay hier? Was? Was?
Oh, ich bin hier. Oh, oh mein Gott, wir lieben dich. Warte, was? Schnapp ihn. Warte. Oh. Was? Ihr Mädels seid ja verrückt. Ich liebe dich. Deine Ohren sind so flauschig. Bekomme ich ein Autogramm? Nein, oh. Ich zuerst. Halt die Klappe. Hör auf. Geh weg. Hey, was? Hey, komm ich schon, zuerst. Lass uns abhauen. Ah. Los geht's. Los geht's. Ah. Oh nein. Sie wollen fliehen. Los, lass uns da rein. Lass uns da rein. Lass uns da rein. Wo sind sie hin? Hm, ich sehe sie hier nirgends. Ja, ich kann sie auch nicht entdecken. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Oh, oh, da kommen sie. Ich werde sie ablenken. Wuff, wuff. Hast du das gehört? Ja. Sieh mal nach. Ich weiß, du musst hier irgendwo sein. Hä? Doch nicht? Wo könnte er bloß sein? Ich schaue besser woanders nach. Wir wissen, dass du hier bist, Doktor. Das war knapp. Da bist du ja. Ich muss hier weg. Ich bin raus. Autsch. Oh, Doc, der ist so stark. Hey, reiß dich zusammen. Er ist entkommen. Oh nein. Lass ihn nicht los. Öffne die Tür. Was sollen wir nur tun? Doc, was wollen die überhaupt? Ich habe echt keine Ahnung. Was ist das? Komm schon, seht euch unsere neuesten Merch an. Ja. Wir haben Dog Day T-Shirts, Dog Day Plushies und Dog Day Posters nur für dich. Treff Dog Day. Das erklärt einiges. Yeah. Oh, wir kommen durch. Wir wissen, dass du hier bist, Dog Day. Oh, mein Kopf. Das ist er. Nein, das geht langsam zu weit. Ich bin kein süßer und nicht furchterregender Hund. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Zeit für ein Nickerchen. Danke dir, Captain. Nicht dafür, Bro. Bloß weg von hier. Ich hoffe, wir sind hier sicherer. Wer war das? Wir sind an allem schuld. Machen wir sie fertig. Wir sind reich. Sieh dir nur das ganze Geld an. Oh nein. Könnt ihr es nur wagen? Ich kann das erklären. Wir sind durch die Hölle gegangen wegen euch. Lass mich mit ihnen reden. Es ist mein Gesicht, das sie verkaufen. Und du gehst nirgendwo hin. Hey, Doktor, wie geht's dir? Warum zum Teufel würdet ihr mir so etwas antun? Warte, es ist meine Schuld. Es war meine Idee. Ich denke, es wäre besser, wenn ihr beide zusammen für eure Taten bezahlt. Oh nein, wir stecken in großen Schwierigkeiten. Lass mich euch zeigen, wie stark ich wirklich sein kann. Ich will meinen Teil des Geldes. Ich will dein dreckiges Geld nicht. Ich will Gerechtigkeit. Oh nein, bitte töte uns nicht. Oh nein, sie sind entkommen. Lass uns dich einfach lieb haben. Du bist so toll. Ich werde dich retten, Doc Day. Du bist so toll. Lasst ihn. Sag uns nicht, was wir tun sollen. Die sind stärker als ich. Wir haben ja auch einen Job zu erledigen. Oh nein, das kann ich bloß tun. Reich für immer. Reich für immer. Ich wusste doch, dass wir das hinkriegen. Doc Day. Wir lieben dich, Doc Day. Was für ein Loser. Captain, hilf mir, bitte! Nein! Oh Mann, Doc Day, mein Freund. Ich muss ihm irgendwie helfen. Lasst endlich eure Finger von ihm! Was? Ihr fangt an zu nerven. Jetzt werdet ihr mal einen richtigen Horror erleben. Was ist das denn? Oh Mist! Oh Mist! Kommt her! Nein! Bitte tut uns nichts! Was? Oh nein, Hilfe! Oh nein, er hat sie! Ich werde dich fressen! Bitte nicht, Hilfe! Ich mach nur Spaß. Was? Was meinst du damit? Ich werde dich nicht fressen. Ich werde mit dir spielen. Was macht er da? Es ist schon eine Weile her, seit ich Bowlen war. Oh, bitte nicht! Curveball! Und ich bin immer noch gut darin. Wie schrecklich. Wir sollten gehen, solange wir noch können. Komm schon, los geht's. Oh nein! Oh nein, irgendwohin. Es tut uns wirklich leid.
nein, was ist das hier? Was ist das hier? Die perfekte Bestrafung. Hey, wollt ihr es mal versuchen? Ich will's versuchen. Hier ist das Geld. Klasse. Dann setzen wir das Rad mal in Bewegung. Hilf uns! Auf gute Geschäfte. Oh, ich glaub, mir wird schlecht. Nein, warum musst du mich immer alleine lassen, Papi? Armes Baby. Catnap, ich könnte auf ihn aufpassen. Das wäre großartig. Aber wenn ihm etwas passiert, dann wird das dein Ende sein. Ich werde sie nicht enttäuschen, Sir. Okay, es sieht so aus, als würden wir eine großartige Zeit... Oh nein, wo ist das Kätzchen hin? Baby Catnap, kannst du mich hören? Oh, mein Hund. Es passt perfekt, oder? Nein, Baby, tu das nicht. Was? Nein! Das war so gefährlich! Mach das nie wieder! Autsch, das tut wirklich weh! Ich kann nicht glauben, dass ein kleines Babykätzchen so hart zuschlagen kann. Wo ist es jetzt hin? Er ist nicht nur sehr stark, sondern auch sehr schnell. Ich sollte besser anfangen zu suchen. Wow, so viele magische Tränke und so wenig Zeit. Doc, dem muss wirklich nah sein. Ich muss mich beeilen. Prost! Nein, Baby Catnap. Machst du Witze? Gib mir das sofort. Tränke sind nichts für Kätzchen wie dich. Puh, ich musste dich fast ins Krankenhaus bringen, süßes Baby. Hä? Wo ist es jetzt hin? Oh nein, ich bin schrecklich darin, auf Babys aufzupassen. Oh wow, ich hätte nie erwartet, so ein Festmahl zu finden. Es sieht so aus, als wäre heute Baby Catnaps Glückstag. Das Beste an all dem ist, dass Doc Day mich noch nicht gefunden hat. Also kann ich tun, was ich will, ohne dass mich jemand aufhält. Wow, und der Preis geht an mich. Ich gewinne immer. Da bist du ja, du freches Baby. Köstlich. Oh nein, Zeit zu verschwinden. Pass auf das Feuer auf, du könntest dich daran verbrennen. Wow! Ist es nur mir so heiß hier? Das war nicht das, was ich im Sinn hatte, als ich daran dachte, Spaß beim Babysitten zu haben. Bitte hilf mir jemand. Du bist lustiger, wenn du in Flammen stehst, Doc Day. Wow, ich muss vorsichtig sein, wenn ich durch die Küche gehe. Das sieht nicht gut aus. Sie sehen aus, als könnten sie jeden Moment fallen. Nein, ich will nicht mehr frech sein. Oh, ich rieche wie chinesisches Essen. Baby Catnap, nein! Doc Day, hilf mir! Halt durch, Baby! Hilfe ist sofort unterwegs! Bitte, beeil dich! Nein! Kätzchen! Aber jetzt bin ich in Gefahr, als Anspitze benutzt zu werden. Wow! Das war wirklich aus welchem Zirkus kommst du? Ich bin hier weg. Ja. Baby, komm her. Baby, wo hast du dich versteckt? Ich habe Kätzchen. Sei leise. Ich versuche, Hornstorm zu schauen. Du willst ein paar Cartoons sehen, oder? Ja, klar. Endlich ein neues Opfer. Hey, das ist nicht Hornstrump. Ich will sein Freund sein. Es freut mich, das zu hören, Kleiner. Huggy Wuggy wird von nun an dein bester Freund sein. Ja, das ist großartig. Ich werde dieses Essen genießen. Hey, geh weg von ihm. Baby, das war mein Mittagessen. Du verdammtes Monster. Ich werde nicht zulassen, dass du ihn wehtust. Die Stunde der Freude ist lange vorbei. Zeit, den Fernseher einfach alle mal auszuschalten. Du wirst für das bezahlen, was du tust, du dummer Hund. Fernsehen ist heutzutage gewalttätig. Szene 13, Take 1. Und Action! Heirate mich! Ja, das werde ich tun! Sie rechnen nicht mit mir. Ich habe auf diesen Moment mein ganzes Leben gemacht. Woher kommt dieses Baby? Aus deinen tiefsten Albträumen! Du meine Güte! Ich habe den größten Preis gefunden! Nein! Stopp dieses Baby! Zeit, B zu stürmen! Gerechtigkeit regnet von oben! Was können wir tun? Wir sind in Gefahr! Critters, habt ihr diese Katze gesehen? Oh, wenigstens habe ich ihn gefunden! Niemand kann sich vor meinem Blick verstecken! Nein, Baby Catnap, hör auf zu schießen! Bring mich dazu! Oh, ich verliere das Gleichgewicht! Bitte hilf mir! Nein, Catnap wird mir den Kopf abreißen! Nein, das macht Spaß! Halt durch, Baby! Boah, nein! Kostenloser Bungee-Jump für mich! Wuhu! Baby, nein! Ja! Wuhu! Gute Arbeit! Das war wirklich knapp! Hey! Hi. Was haben wir hier? Ein Miniatur-Catnap? Sei vorsichtig, Baby! Dieser Cyborg ist gefährlich! Ignoriere ihn! Ich habe eine kleine Überraschung für dich! Das ist absolut ekelhaft. Ein Wesen so widerlich wie du verdient es nicht zu leben. Ich werde nicht zulassen, dass du das tust, du Fiesling. Du Insekt, was? Gib mir sofort das Baby, Dog Day. Ich habe meine besten Freunde versprochen, dass ich auf ihn aufpassen werde. Deine Versprechen interessieren mich nicht. Dieses Baby ist ein völlig widerliches Wesen und muss so schnell wie möglich eliminiert werden. Hörst du mich? Du bist völlig verrückt. Nein, Baby Catnap. Wow, das ist überhaupt nicht gut, Dog Day. Was passiert hier? Eine Achterbahn? Das ist der beste Tag überhaupt! Kitty, ich komme! Wohin denkst du, dass du gehst, Schoßhund? Auf Wiedersehen, Doc Day! Aber endlich bekommt er, was er verdient! Ich liebe Vergnügungsparks! Baby Catnap, nein! Wie aufregend! Was? Es ist kaputt! Genau zur richtigen Zeit! Smiling Critters, ihr seid gekommen! Aber klar doch! Weg von ihm! Was mit einer Kinderserie zu benutzen ist, Schummel! Jeden Tag!
Vielen Dank, Leute. Ihr habt mich gerettet. Ja, oh, mein kleines Kätzchen. Ich bringe dich in einen Vergnügungspark, der weniger gefährlich ist als dieser hier. Endlich sind wir zu Hause. Ich hatte heute so viel Spaß. Gut zu wissen. Wir hatten heute ein großes Abenteuer. Jungs, ich bin zu Hause. Wie geht es meinem Kind? Daddy, ich hab dich vermisst. Catnap. Sieht alles in Ordnung aus. Geht es dir gut? Natürlich geht es mir gut, mein Freund. Ich bin nur ein bisschen müde. Du kannst mich von jetzt an Dognap nennen. Oh, ich verstehe. Bilde Teams. So aufregend. Wir mischen euch in die Teams. Juhu. Los geht's, Team A. Und ihr auch. Ich kann es kaum erwarten, weiter zu spielen. Viel Glück mit dem Mädchenkater. Was meinst du? Oh Mann. Der Boden ist doch Süßigkeit. Schmetterling. Essenszeit. Ihr wisst, wie es geht. 100 Sit-Ups zum Aufwärmen. Stell dich der Wahrheit, Catnap. Du hast keine Chance. Du wirst diese Worte noch bereuen. Keine Chance. Gut, Kinder. Die erste Herausforderung wird ein Wettrennen. Nur ein Läufer pro Team. Der erste, der 3 Runden läuft, ich will gehen. Gewinnt. Ich will gehen. Oh, wirklich? Dann gehe ich auch. Oh, okay. Auf die Plätze, Kinder. Fertig. Los. Los, Catnap, los. Warte mal. Crafty, huh? Siehst du das? Das habe ich in Mario Kart gesehen. Was ist los? Schon außer Puste? Das war zu viel. Wir müssen etwas dagegen tun. Los geht's. In der Route zu laufen, bitte nicht helfen. Ich bin fast da. Er wird gleich fallen. Wow, ein Baum. Was ist los? In mein Gesicht, Hund. Dafür wirst du bezahlen. Was? Bis dann! Das kann doch nicht sein! Du schaffst das, Kumpel! Steh nicht nur rum! Hilf mir! Oh, richtig, Entschuldigung! Ich komme, Catnap! Kostenlose Fische! Hol euch kostenlose Fische! Komm schon, sie sind kostenlos! Kostenloser Fisch? Da bin ich dabei! Catnap! Lecker! Oh, das Rennen! Er hat seinen Vorsprung verloren! Keine Sorge, ich übernehme das! Ich bin unaufhaltsam! Was? Darauf würde ich nicht wetten. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Hä? Der Erste, der das übersteht, gewinnt. Was? Heiliger Strohsack! Herr Jemine! Oh nein! Vicky, was hast du getan? Woher sollte ich wissen, dass er bewaffnet ist? Das ist unsere Kontrolle! Der wird uns nicht erreichen, wenn wir auf diesem Baum sind. Nicht wirklich, aber das ist das Beste, was wir haben. Oh nein! Er wird uns erledigen! Oh, du Monster! Lass meine Schüler in Ruhe! Was? Das war verrückt. Geht es dir gut, Kumpel? Ja, danke der Nachfrage. Letzte Runde. Wer wird gewinnen? Was für eine Frage. Natürlich werde ich es sein. Wirklich? Dieselbe Banane? Der Gewinner ist Team A. Das ist eure Schuld, Leute. Gebt euch mehr Mühe. Gut, das nächste Spiel ist Flagge erobern. Das Team, das nach 3 Minuten die Flagge hält, gewinnt. Und los! Los! Tada! Schnappt ihr euch! Holt die Flagge! Ein wenig Hilfe hier! Ich kann Doc Day nicht sehen. Wo ist er? Hab sie! Gib sie zurück! Komm her! Ich nehme das hier. Dankeschön. Nicht, damit ich hier bin. Ich muss das beschützen. Oh Mann, was mache ich jetzt? Autsch! Danke! Komm schon, hol dir deine eigene Flagge! Es gibt keinen Ausweg! Die Zeit für Spielchen ist vorbei. Nein, 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 nein! Es ist vorbei. Schnapp ihn doch! Sie ist unser! Nun ist die Pause vorbei. Team B ist der Gewinner. Hurra! Siehst du diesen Sternverlierer? Nächstes Spiel. Vielleicht das noch interessanter gestaltet. Das ist Wahnsinn! Schon Angst, was? Ihr werdet es schon noch sehen. Los geht's! Ihr verliert am Boden! Das reicht nicht. Wir müssen etwas tun. Haltet das Seil. Kitzel, kitzel. Nein, hör auf! Was ist das? Meine Zinkerlegen.
Bring diesen Hasen hier weg! Da sei! Oh, Mann! Leute, Leute! Ich will nicht herausfinden, ob Katzen auf ihren Füßen landen! Oh, da muss es doch etwas geben! Das ist es! Oh nein, Sieg für Team A! Wir haben es geschafft! Yeah! Ich habe euch gesagt, ihr sollt besser werden. Diese Typen. Mein Schwanz! Das letzte Spiel werden 11 Meter sein. Und das siegerreiche Team wird 2 Sterne bekommen. Warum sollte mir das wichtig sein? Die Spiele sind manipuliert. Ich, wir können es immer noch schaffen. Sie haben 1 Stern mehr als wir, wenn wir 2 bekommen. Stimmt, wir müssen das gewinnen, egal wie. Also, wer wird der Torwart sein? Ich. Ich. Los geht's. Dieser hier ist für die Mädels. Vorsicht. Ich hatte ihn. Weg da, Verlierer. Ein gerader Schuss? Ja. Ich sag dir, ich bin wirklich gut darin. Los geht's. Wirklich? Guter Fang. Dein Team ist kein Match für uns, Catnap. Glück gehabt. Ich werde dabei immer so nervös. Was? Wirklich? Das habe ich von Ronaldo gelernt. Du solltest von Messi lernen. Du hast keine Chance. Sicher, Kumpel. Das sagst du nur, weil du meinen Igelschuss noch nicht gesehen hast. So viel Kraft, aber nicht genug. Yeah. Was? Aber mein Igelschuss. Das ist es. Wenn ich diesen Schuss mache, gewinnt mein Team. Komm schon, Dog Day, du schaffst das. Das hier ist für euch, meine Jungs. Mach dich bereit. Catnap. Wow. Das kann nicht sein. Oh, Mann. Ich werde diesen Sieg mein ganzes Leben lang feiern. Ja. Was habe ich getan? Das Spiel ist vorbei. Aber was ist mit dem Entscheidungsspiel? Diese Folge ist so lang geworden. Mein Mittagessen wartet. Ja, wir haben gewonnen. Lass uns gehen. Wie konnte das passieren? Was ist los, Kumpel? Ich habe verloren. Oh. Willst du den Pokal? Du teilst ihn mit mir? Natürlich.